Kannst du mal kurz und schmerzlos, nachdem ich eigentlich nicht wirklich auf Pflanzenvielfalt vertreten habe, aber schon mal was darüber erzählt habe und mich gerade gefreut habe, dass ich das mal zufällig sogar selber wo finde. Um was geht's da? Schaut, das ist, da hat sich ein Bauer die Mühe gemacht oder den Versuch gestartet mit einer Blauglockenbaumplantage. Und der Blauglockenbaum ist einfach ein fantastisches Werkel. Guckt einmal, wie groß das Teil ist. Und es ist einfach so, dass der eben gerade, wenn er jung ist, extrem riesen Blätter hat. Also das behält er nicht als großer Baum. Wenn er dann einmal ein erwachsener Baum ist, sind die Blätter wesentlich kleiner, von der Form her schon so, aber wesentlich kleiner. Aber er ist einfach ein raschwüchsiger Baum. Er wird halt auch nicht alt, so 50, 60, 70 Jahre. Und ja, 15, 20, zum Teil sogar noch höher, wird er hoch. Aber das Fantastische ist, das, was er in seiner jüngsten Zeit an Wuchs vorlegen kann. Also im ersten Jahr, also das heißt, wenn er praktisch geboren wird, da ist es gar nicht so tragisch, da ist dann ein 20 cm Bäumchen wahrscheinlich. Aber im zweiten Jahr kann der auf 3 Meter, 3,50 Meter oder noch höher anschirmen, innerhalb von ein paar Monaten. Also das ist, ja, 1,80, 3. Also das ist möglich, dass praktisch das, was wir da so sehen, ja, dieses Riesending, alles in dieser Saison entstanden ist. Und das ist natürlich schon beachtlich. Für was wird er angebaut? Ja, also ich nehme mal an, in dieser Form da nicht, dass man dann irgendwann einmal auswüdert, nicht auswüdert, sondern in einen Pack setzt oder so, sondern entweder aus Energieholz, also ihr könnt euch natürlich vorstellen, wenn das so schnell wächst, dann hat man ziemlich schnell auch was, was man für Pellets, Heizung verwerten kann oder für Fernwärme oder wo man es halt verheizen möchte. Beziehungsweise ist das Holz auch nicht unbeliebt für Tischlerei und solche Sachen. Also darf halt recht ein schönes Holz sein. Ja, also was auch immer der Besitzer von dieser Plantage vorhat, weiß ich nicht. Ich kenne ihn leider nicht, sonst hätte ich ihn jetzt auch befragt. Aber ja, ich finde es immer wieder beachtlich, wenn ich sowas sehe. Und in Plantagenform sehe ich das da bei mir das erste Mal. Ich habe ihn schon mal vorgestellt, weil der wächst überall in jeder Ritzen. Wenn man mal in die Städte ein bisschen spazieren geht und da steht irgendwo ein Blauglockenbaum, also der ist wirklich genügsamst. Das kann eigentlich sein, dass der von einer Hausmauer auswächst praktisch, wenn der irgendwo da ein bisschen einen Platz gefunden hat. Ja. Okay. Kurz und schmerzlos zum Blauglockenbaum da in einer Plantage. Ich finde das eine tolle Sache, gefällt mir. Und sage euch von dieser Front, führt euch. Na bumm, das muss ich jetzt dranhängen, weil ich ein echt alter Schauer bin. Schaut mal, dies zum Beispiel ist einer in seinem ersten Jahr. Also da, das ist Baby sozusagen, macht kein großes Hurra, fällt auch nicht irgendwie arg auf, aber der kann dann im nächsten Jahr machen und dann ist er genau das. Und das ist das Fantastische. Haha, jetzt habe ich das noch dranhängen können. Mein Telefon, wo ich dort jetzt zum Draufdrucken habe, das ist voll verbiegt vor lauter irgendwelche Schneeball-Gatsch-Fingern. Bäh.